Nein, nein, nicht gut, 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 nicht gut. Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Project Survival auf der 1.8 und zusammen mit dem guten Venikraft. Hallo. Nee, natürlich nicht. Das ist nur der gute Void X mit einem Veni-Skin, warum auch immer. Lol. ja, gut. Ich war vorher auf Hypix ein paar Leute trollen. Ah, ja, okay. Lol. Mit einem Veni-Skin. Kann man natürlich machen, ne? Muss man aber nicht. So, ich werde jetzt erstmal hier. Habe ich eigentlich? Nein, habe ich nicht. Deswegen werde ich jetzt, zack, bumm. Erstmal nach meinen. Oh. An meinen Kühen sehen, die ich ja in meinem Solo-Party angesiedelt habe, ja. Hallöchen, wie geht's euch denn so? Wir haben das Caven letztes Mal eigentlich auch gut überlebt. Ja, da ist gerade noch ein bisschen Eisen. So. Und das nehme ich glaube ich noch mit. Ja, wir sind Terraformen hier. Wunderbar. Gut. Zack. Dann, meine lieben Kühlein, werde ich wohl ein bisschen euch hier leider dezimieren müssen. Wenn das das richtige Wort war, ich weiß es nicht. Und früher oder später müsst ihr wohl leider auch Inzucht betreiben. Es tut mir leid, ja. Aber es hilft mal nichts. Nein, du bleibst da drin. Du bleibst schon da drin. Es tut mir leid, aber ich brauche euer Leder. Ich hab euch ja nicht umsonst zu mir hierher geschleppt. So. Zack. Oh, haben wir da hinten noch was? Ansonsten. Sammelfleisch ist fertig. Gibt's jetzt gleich einen kurzen Cut, bis ich wieder zu Hause bin. Zack, zack, zack. Wunderbar. Jawohl, das machen wir so. Und dann schnapp ich mir gleich ein Leder. Und. Okay. Ja, dann wird hier mal ein Buch gecraftet. Zack. Ich muss gezwungenermaßen eigentlich schon nach Hause. Dann schnappe ich mir zwei Diamanten und 1, 2, 3, 4 Obsidian. Zack. Dann wird dieser hier gemacht und die hier und zack, bumm. Da haben wir unseren Enchanting Table, der jetzt aber erstmal in der verschiedenen Truhe landet. Ja. Und dann. Steaks sind auch fertig, wunderbar. So. Oh, da ist Lappes. Da ist noch Lappes. Zack, wunderbar. Das sollte ich vielleicht. Dann als nächstes werden wir nochmal eine Crafting Table craften. Und den mit zwei Eisenbarren verzieren. Ne, warte. Oh Gott, bin ich dumm. Och Gott, bin ich dumm, das geht ja gar nicht so. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ach, scheiße. Verzeiht mir, meine Freunde, so geht das natürlich. Zack. Ach. Oder, ne, wisst ihr was, das machen wir anders. Irgendwas wie lost. So sieht das, glaube ich, ein bisschen besser aus. Denke ich. Glaube ich, schätze ich. Und was jetzt noch fehlt, ist ein Schleifstein. Wie macht man den nochmal? Ich glaube, ich weiß es. Oh mein Gott. Ich glaube, dazu brauchen wir Steinstufen. Glaube ich. Wird der hier schon angezeigt irgendwo? Nein, natürlich nicht. Wie heißt denn das? Ja, ups, dann würde ich eigentlich ich keine Ahnung, schon sagen, heißt, ich komme wieder nach Hause. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, braucht man dazu, glaube ich, eine Steinstufe. Eine Steinstufe braucht man da, glaube ich, dazu.
wenn ich jetzt an die Oberfläche. Wenn ich jetzt nicht komplett lost bin. Aber ich glaube nicht so eine, sondern. Oder war es doch so eine? Ne, man braucht glaube ich eine smooth Stufe. Eine smooth Stufe, ja, braucht man hier glaube ich. Ist das? Und 4 Sticks. Ne, kann gar nicht. Soweit ich weiß. So, okidoki. Oh, da geht's raus. Braucht das ja keinen. Ja, keine Cut. Dann mache einer diesen hier und diesen hier und. Oh, ist wieder nochmal. Wie ging denn das? Mach mal Block mit. Bin ich dumm? Kaputten Schild kann man nicht da lassen. Oh ja. Ich bin mal wieder lost. Ich bin so ein Genius. Wie craftet man dieses Teil nochmal? Brauchte man doch eine normale Steinstufe? Tatsächlich. Rechts oben. Ach, warte mal, so, ne? Ja, so ging das. Aber auch nur mit Steinstufen, mit den normalen. Ja, ach Gott. Die Lost Zeit kickt mal wieder anders. Tut mir leid für diesen Hänger, meine Freunde. Wird nicht wieder vorkommen. Hust, hust. Zack. Und so gefällt mir das schon ein bisschen besser. Jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen weiter nach rechts setzen. Weißt du, kommst dahin. Das ist sicher, du kommst dahin. Du kommst hierhin. Du kommst dahin. Und du kommst dahin. Aber nicht so, sondern so. Dankeschön. So gefällt mir das. Wunderbar. Okidoki, meine lieben Freunde. Dann steht als nächstes was an. Lasst mich überlegen. Eine neue Schaufel machen, genau. So, der Meister kommt nach Hause. Schubdidu. Du hast ja irgendwann in den letzten Parts hast du ja mal eine Nether-Portal-Ruine gefunden, hier irgendwo in der Nähe, ne? Ja, hat er nicht. Die habe ich in der Timelapse vom letzten Part auch mal gesehen. Die Truhe hast du bestimmt schon gelootet, wa? Ja. Hast du das Portal schon reaktiviert? Nee. Nee. Okay. Dann könnte ich eigentlich theoretisch mal diese zwei Sachen anpflanzen gehen, damit wir davon auch früher oder später eine Menge hier haben. Hi, na? Alles fit? Ja, alte Füße, aber... Man kennt's. So, wunderbar. Willst du in dem Fall in den Nether gehen, oder was? Nee, hatte ich nicht zwingend vor, aber war jetzt mal ein Gedanke. Vielleicht werde ich auch erst in den Nether gehen, wenn ich mir selbst das Portal im Keller errichtet habe. Oder vielleicht mache ich es draußen irgendwo, keine Ahnung. Wir werden sehen. So. So, jetzt lass mal pennen gehen, würde ich sagen. Oh ja, gute Idee. Bitte kein Creeper in der... Oh Gott sei Dank. Bitte kein Creeper in der Geode. Oh mein Gott. Kurzer Herzstillstand, was? Gott sei Dank, nichts da drin. Habe ich eigentlich schon... Nee, Clay habe ich noch keinen besorgt, ne? Nee. So, dann werden wir jetzt die Diamanten mal in die Kiste geballert. Dann könnten wir das theoretisch eigentlich auch mal machen. Das war der 21. Theoretisch könnte ich... das auch gleich hier mit rausnehmen. Aber der See, der wird früher oder später eh noch ein bisschen tiefer gelegt. Was willst du da drüben? Eigentlich, ach stimmt, ich habe ja keine Pfeile mehr, crap. Okay, wisst ihr was, dann wenn wir den jetzt einfach so überfallen. Jawohl, easy going, zack. Muss ein paar Pfeile sammeln hier. So.
Hier haben wir doch bestimmt noch irgendwo ein bisschen Clay, wa? Jawohl. Sieh mal an hier. Guck mal an hier. Jede Menge Clay. So. Dann. Zack. Muss zack. Ich noch schnell das Feld abräumen. Und die Kühe vermehren. Das sollte fürs erste, denke ich, reichen. Allzu viel Clay brauche ich nicht. Obwohl. Wie viele Bücher habe ich? 6 Regale, 6 mal 18 Bücher. Da habe ich 15, brauche ich. Ja. Jetzt eigentlich hier runter, das war irgendeine Abkürzung, wa? Dann muss ich. Ja, komm, heute machen wir den Enchanter-Wert. Ein bisschen kleiner Umweg. Zack. Okidoki. Dann so, lass mich mal geschwind überlegen. Ich glaube, ich werde hier sowieso einfach mal die Hälfte mal einschmelzen. Ich will wieder neues Brot backen. Der restliche Clay bleibt jetzt erstmal übrig. So. Wo habe ich eigentlich diese Pyramid-Shards her? Habe ich die in der Chest mal gefunden? Das kann sein, ja. Weil, ja, muss ja eigentlich, denn ich habe noch nie eine Geode gefunden. Ja, moin. Ja, moin. Das ist ein Projekt. Also. Ja, nie. What? Ja, es ist seltsam, man wird es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Belastenderweise. Und mir geht schon wieder der Mittelsblock aus. Wow, okay. Was auch nicht, glaube ich. Okay. Noch nicht. Aber. So, dann werde ich jetzt mal. Was werde ich jetzt tun? Ich werde jetzt. Ich habe schon eine ganze Geode verbaut. Okay. GG. An Amethystblöcken. Also. Ich brauche dezent viele davon. Aber für mein Vorhaben wird es, glaube ich, momentan reichen. Schild in die Hand und den OP-Gap in die Kiste. So. Ich darf sicher kurz über deine Zuckerrohrfarm drüber rasieren. Natürlich. Eine Bombe. Wunderbar. Ja. Da muss ich mir noch meanwhile Gedanken machen. Und da fängt das mal an pissen. Natürlich muss. Warum denn auch wo nicht? Wo ich denn den Enchanter aufstelle. Ist das eine gute Idee? Ich glaube, den mache ich eine eigene Geode. Oder soll ich das lieber so machen? So gefällt es mir fast schon besser. Ehrlich gesagt. So. Dann kommt das wieder hier unten rein. Perfekt. Das kommt da dazu. Und dann. Dann. Ja, auf den Keller zu erweitern habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich Bock. Heißt, ich werde nun. Nochmal ein bisschen Holz fällen. Und dann stürze ich mich, glaube ich, nochmal in eine Höhle hinab, um noch ein bisschen mehr Kohle zu farmen. Denn ehrlich gesagt habe ich aktuell wieder zu wenig Kohle. Ich hätte noch gerne etwas mehr auf Vorrat. Deswegen wäre es nicht schlecht, nochmal ein bisschen caven zu gehen. Geht sich gerade so aus mit den Büchern. Es dürfte gerade noch so gehen. Und ja,
Ja, das geht. Haben wir noch genau. Haben wir noch zwei Bücher übrig. Das ist gut. So, ich habe letztes Mal Glowberries gefunden. Im Solo. Ah, du auch? Und es bringt mir was? Die kannst du, weit ich weiß, essen. Okay. Oder du kannst sie an der Decke, glaube ich, als Ranke anpflanzen. Wenn es mich jetzt nicht alles täuscht, und dann bekommst du tolle Glowberry-Ranken. Glowberry-Vines. Und die mit. Ah, die kann man ernten. Die wachsen. Nur ein Block. Die kann man dann ernten, okay. Yep. Und die mit Bone Meal anballert. Das ist geil. Okay. Die kann man hier eigentlich noch hauen. Die Decke hängen. Schaut dann auch nice aus. Vom Boden kann man die auch, oder? Nee. Alles klar, da schlägt einfach mal 10 Blöcke neben mir einfach mal der Blitz in den Boden ein und grillt mir erstmal einen Fisch, danke. Lol. Nein, nice. So, dann werde ich mal das Holz an der Stelle hinballern. In die Bude bringen. Da braucht man eigentlich auch eine. Ah, die kann man auf jeden Block placen. Wirklich? An der Decke, ja. Ja, cool. Bei Loks geht's, bei Kalzit geht's, bei Steinen. Als ob. Ja, moin. So. Oh mein Gott. Gut, dann ab in eine Höhle. Vorzugsweise eine neue. Dekoration. Oh mein Gott. So geil. So geil. Wo schwinden wir denn hinab in die Tiefen? Dann werden hier mal die Kakaobohnen noch geerntet. Und. Ah, ich weiß. Ich weiß, wo ich anfange. Und da schlägt der Blitz in den Eiersee ein. Alles klar. Perfekt. So, erstmal schnappe ich mir die Kohle hier. So. So. Ah, Scheiße. Hier hinten haben wir ja noch mehr. Man sollte Zack. Den Kakao nochmal nachpflanzen, wenn man den erntet. Oh ja, wie bei jedem anderen Gemüse. Fast alles in den Komposter werfen. Genau. Oh mein Gott. Ganz kurz Herzstillstand. Aber alles gut. Lapis kann man auch mal da reinschmeißen. Gut, da haben wir doch schon fast mal ein Stack Kohle zusammen. Den werde ich dann mal so auch brauchen. Was fällt mir dir ein? Mich hier einfach so hinterlistig zu überfallen, ey. Hättest wenigstens ein paar Pfeile fallen lassen können, kleiner Zigeuner. Und dann so, kann ich geht's. Eigentlich. Was? Was denn? Hä? Was denn? Ist hier was? Mein Bambus wieder gerissen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht war es ein Blitz. Hä? Als ob. Oh, die wachsen doch mehrere Blöcke. Die Ranken. Oh, das ist cool. Das ist geil. I like. Aber wer ist hier so frech und reißt meinen Bambus nieder? Ich wollte gerade zu den Kühen gehen. Und auf dem Weg fällt mir so auf. Hä? Da fällt doch eine Bambuspflanze. Lol. Also, ich schwöre bei allem, dass ich hier keinen Bambus von dir geklaut habe. Ja, aber hier weiß ich, dass du, wenn du was nimmst, dann pflanzt du nach. Das weiß ich. Ja. Gießen würdest du nämlich nicht machen. Ja, weird. Ich hab doch. Na egal. Ich hab doch auch keinen abgebaut. Ja, ich hab's geschafft!
Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, lost. Ich hab eine Schallplatte von dem Creeper bekommen. Nice. Oder werde ich, glaube ich, auch dem nächsten Paar holen. Oh, nice, Papa, Papa. One. Es war jetzt gar nicht in so einfach, Kiste. Aber es ist mir tatsächlich gelungen. Obsidiert-Kopf, Kofferblöcke in der Kiste. Sollten eigentlich oder nicht, meines Wissens, nur weil man sie irgendwo platziert, glaube ich, ja. Ja, ansonsten ist mir egal, weil Oxidierte kann man ja auch retour craften, oder? Nein, eigentlich nicht. Meines Wissens. Du kannst nicht oxidierte mit Honigwaben einwachsen, damit sie eben nicht mehr oxidieren. Ja. Und wenn du das wieder aufheben willst, dass sie wieder oxidieren, kannst du es mit einer Axt runterschaben. Okay. Aber bereits oxidierte rückgängig machen geht, glaube ich, nicht. Ich höre dich genau, du scheiß Skelett, wo bist du? So, gibt's denn hier irgendwo eine Tole Cave? Oha. Hier gibt's zumindest noch etwas mehr Kohle. Das ist toll. Kohle für die Chess. So, dann nehme ich jetzt mal Enchanter, Regale. Scheiße dabei. Oh mein Gott. Laternen. Ich suche eine halbe Stunde Eisen. Und komme darauf, dass hier alles im Inventar. Okay. Ich bin heute so lost. So unfassbar lost. Amethyst mich, glaube ich, auch noch mit. So, Enchanter-Raum machen wir. Oh, die Ranken kann man hochklettern. Ja. Oh mein Gott. Das geht coolerweise. Coolerweise. Das ist geil. Oh ja, das ist das. Droppen Creeper eigentlich mehrere Schallplatten oder immer nur dieselbe? Mehrere. Echt? Du kannst alle Schallplatten kriegen, außer Pixel und Otherside. Otherside? Ist das die neue, von der du schon mal gesprochen hast? Ja, ja. Okay. Das ist die neue. Interesting. Oh, ups. Okay, jetzt würde ich am liebsten Chat fragen, wo ich den Enchanter bauen soll, aber... Lol. Ja, das mit dem Chat ist jetzt eine andere Sache. Genau. So. Mensch, dieses Gewitter geht mir aber auch auf den Sack. Hey, da ist ein Villager-Zombie. Oh, Späne. Scheint ein Cleric zu sein. Ich hab Brewing Stance. Was hast du? Scheiße. Ich habe Brewing Stance. Was ist die her? Ja, so vom Dorf, ne? Dorf. Ja. Aber stimmt, ich habe keine Blaze. Bringt uns das eh nichts, kann ich ihn umnieten. So lange den einzusperren, der wäre eh despawned. Ah, ich habe Nametags und zwar eine Menge. Ja, habe ich auch, ich habe auch 6 Nametags. Aber trotzdem. Früher stundenlang für Nametags grinden. Heute. Was? Ja, hier Bruder. Früher stundenlang Nametags grinden heute. Hier Bruder, ich hab 100, willst du ein paar haben? Lol. So, komm schon, hier wird's jetzt doch wohl irgendwo mal eine coole Cave geben. Kannst mir doch nicht erzählen hier. Meine Base ist eine coole Cave. Ja, ich weiß. Aber ich glaub, das zählt nicht. Nee, für mich nicht. Scheiße. Oder das Kopf in der Wand, aber das schaut cool aus. Also lasse ich das mal. Jetzt
weiß ich auch, was er mit dem Gang macht. Der bleibt einfach. Der ist und bleibt eine Cave. Okay. Oder halt, momentan ist es zweimal zwei gegrabener Gang, aber. Da vorne ist das Ruined Portal, das du gefunden hast. Oh ja. Geht's eigentlich hier runter? Au, hui, da sind coole Glow Squids. Oh mein Gott, geht's hier weit runter. Ah. Oha, das ist ja eine krasse Unterwasser-Cave. Du liebe Zeit. Wollte ich hier runter eigentlich nicht. Aua, 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 aua. Der Boden ist heiß. Los, Lava. Genau, naja, fast. Das dachte ich mir aber in Part 3. Oh ja. Nein, nein, nicht gut, 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 nein, heute nicht. F5 incoming. Heute nicht. Okay. Ich sollte nicht hier unten sein. Nicht ohne Tränke der Atmung und nicht ohne Turtle Helmet. Also schnell wieder zurück nach oben, auch wenn es da unten so geil aussieht. Ich merke mir diesen Ort. Wir werden diese Wassercave erkunden, Freunde. Früher oder später. Früher oder später. Oh ja. Du lachst. Ich mein's ernst. Ich habe das bislang immer vergessen. Etwas, das ich erkunden will, noch erkunden, vergiss ich immer. Ah, okay. Aber... ja. Ist halt so. Hier gäbe es gratis Obsidian. Hast du die Truhe mitgenommen? Why? Ah ne, die ist noch da. Ja, nur so. Hab sie zuerst gar nicht gefunden. So, aber dieses Crying Obsidian da oben, das nehme ich mit. Das hätte ich gern. Oh yeah. Who is cutting onions? Ja, ich nicht. Ich muss mal mein Inventar ausräumen. Ich habe zu viel Müll dabei, das ist das Problem. Ja, komm, einfach mal. Ja, sag mal, gibt's hier auch mal eine gute Cave irgendwo, oder? Wie weit soll ich noch gehen, gen Osten reisen? Ey, du Hund, du! Ich weiß, ich hätte es auch einfach in eine Cave hinabsteigen können, die bei uns in der Nähe war, aber da haben wir schon so viel schon gesehen. Deswegen wollte ich jetzt eine neue Cave aufsuchen. Oh mein Gott, was willst du denn? Geh weg. Geh weg, ich mag dich nicht. Tschüss. Ja, da ist ein Kürbis. Kürbis, da sind noch mehr Kürbisse. Oh mein Gott, sind hier viele Kürbisse. Ich werde zwar nie im Leben so viele Kürbisse brauchen, aber ich nehme es trotzdem mit, einfach so. Oder wer weiß, vielleicht mache ich ja mal eine Menge Kürbiskuchen. Joa, magst maybe. Du Kürbiskuchen? Joa. Geht schon, geht schon. So. Ich hoffe, dass das Movepass alt reicht. Das sieht ja auch wieder heavy aus. Ganz mieses Gefühl. Mit Movepass alt. Die Jump'n'Run-Skills sind wieder am Start. Aber, meine lieben Freunde, da wir jetzt bald schon wieder die halbe Stunde erreicht haben, würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das würde mir sehr weiterhelfen. Und vergesst auch nicht, beim VoidX vorbeizuschauen. Sein Kanal ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer. Und dann... bis zum nächsten Part, wenn wir hoffentlich hier irgendwo eine schöne neue Cave finden. Bis dahin, haut rein und tschüss.